Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fetzig. Wir spielen heute wieder eine Runde Watch Dogs Legion und wir sind hier heute unterwegs zur Southwark Verbrennungsanlage, die angeblich ja direkt ums Eck sein sollte. Und bisher ist sie nicht nah auf der Karte zumindest. Aber okay. Wir fahren einfach die paar Meter, das sollte schon klappen. Ist das hier? Nein, das ist dahinter. Man muss quasi hier durch. Hier ist Southwark auf jeden Fall, wo wir jetzt sind. Und dann ist hier gleich auf der linken Seite die Verbrennungsanlage. Okay, die ist komischerweise oder logischerweise. Ich habe die Zeit abgerissen. Auch eingezäunt. Kommen wir irgendwo rein, ist die Frage. Hier. Hierher haben die Kelly Gangster Angel also gebracht. Nicht besonders einladend, was? Komm schon, Kopf hoch, wir finden ihn. Es gibt ein Kameranetzwerk, über das wir vielleicht rauskriegen, wo sie ihn hingebracht haben. Leck mich. Der muss leider sterben. Beeilen wir uns und greifen auf das Netzwerk zu. Ausschwärmen! Alles sauber. So langsam reicht es mir. Sieht gut aus. Such woanders. Weiter geht's. Alles klar. Ich sehe mich weiter woanders. Wo muss jemand sein? Hier ist nichts. Ich sehe mir einen anderen Bereich an. Willst dich wohl auf Trab halten, was? Gesichert. Hier ist nichts. Ich sehe mir einen anderen Bereich an. Nichts. Weitersuchen. Hier sagt ihr nicht gar nichts. Eine Spur. Das war's. Nein, nein, du hast nichts gehört. Shit, das geht immer weiter. Das gefällt mir nicht. Ich gehe in Deckung. Schießen die von unten, oder was? Ach, hier lang. Hier ist es. So, da sehe ich mich. Nehmen wir das Ding kurz. Gar kein Problem, Freunde. Ich habe mir die Aufnahmen angesehen. Ich konnte Mr. Lopez bis in den Keller folgen. Aber dann sind mir die Kameras ausgegangen. Dieses Problem hat man in London nicht so oft. Dann wird's so gemacht. Let's go ab in den Keller. Auweia,
Türriegel schlägt Technologie. Die Tür ist zu, aber der Müllschacht hier könnte gehen. Er führt entweder in den Keller oder in einen grausamen Tod. Oder beides, schätze ich. Fantastisch. Let's go. Da sehe ich mich. Oh, hallo. Da läuft es dann schon so ein bisschen kalt den Rücken runter. Als ob die das nicht, als ob der das nicht gehört hat. Okay. Da haben wir doch unsere Polizisten. Also dann, komm schon raus. Ich tu dir nichts. Die weiß Bescheid auf jeden Fall. Wir müssen reden. Okay, let's go. Danke für die Ablenkung. So hatte ich Zeit, mich um diesen Abschaum zu kümmern. Alles okay. Der Typ wollte Ihnen ernsthaft den Tag ruinieren. Ja, aber mir geht's gut. Ich muss kurz durchatmen und meine Dateien finden. Moment, Sie sind Caitlin Lau. Caitlin Lau, die Polizeiinspektorin. Wir haben Ihre Videos gesehen. Sie sind verrückt, ganz alleine Mary Kelly zu verfolgen. Ich war nicht immer allein. Aber wer zum Teufel... Detzek, stimmt's? Ich wurde bis zu diesem Schlachthof verfolgt? Nicht ganz. Wir verfolgen einen Freund, der aus dem EPC verschwunden ist. Seine Spur führt hierher. Eine grausame Vorstellung, dass all die vermissten Personen hier gelandet sind und in dem Zustand. Das tut mir leid. Ich habe nicht viel Hoffnung, dass er noch am Leben ist. Die Kellys haben hier eine ganz üble Operation laufen. Eine Art Schwarzmarkt für Organe. Ich untersuche das seit Monaten. Und sie haben meine Dateien. Mir geht's dreckig. Sie brauchen etwas Ruhe. Hören Sie. Jemand vom Team wird sie abholen, sie in Sicherheit bringen. Ich werde Angel und ihre Dateien finden, aber ich muss wissen, was drauf ist. Alles, was ich über Mary Kelly habe. Fast genug, um sie dran zu kriegen. Mhm. Shit. Wir sollten so oder so zusammenarbeiten. Nach dieser Sache wird Detzek sich Mary Kelly genauer ansehen müssen. Okay, jemand ist unterwegs, um Inspektor Lau zu begleiten. So finden wir Angel und Inspektor Laus Dateien. Ganz entspannt. Ich werde hier drin warten und danke für die Hilfe. Da besteht überhaupt kein Zweifel. Bei der ganzen Operation geht es um Organe. Clark Kelly nimmt sich die Teile, die sie brauchen können, und verbrennt den Rest. Nur, dass keiner von denen einer Organspende zugestimmt hat, oder? Mary Kelly muss eine Menge erklären. Oh, fuck. Ihre Gesichter sind echt verstümmelt. Bagley, kannst du eine Gesichtsrekonstruktion machen? Gar nicht schön. Die Gesichtserkennung klappt nicht. Es ist wohl zu wenig vom Gesicht übrig. Mach ein Foto, dann gleiche ich die Hauptmerkmale mit verschiedenen Datenbanken ab. X und dann Fotomodus oder Kamera. Hier sollte ich, glaube ich, noch eins machen. Leider muss ich bestätigen, dass das wirklich Angel Lopez ist. Oh, fuck. Angel. Er kannte das Risiko und ich auch, aber... hätte nie gedacht, dass Detzek in die Sache verwickelt wird. Mary Kelly bereichert sich an den ärmsten Schweinen in London. Sie ist ein Monster. Sie auszuschalten muss für Detzek oberste Priorität haben. Jetzt müssen wir Caitlin Laus Untersuchungsakten zu Mary Kelly finden und herausfinden, ob meine Vermutung stimmt. Könnte Mary Kelly zu Zero Day gehören? Packen wir mal eins drauf. Packen wir mal eins drauf, let's go.
Da sehe ich mich, Freunde. Sehr gut, du hast die Dateien. Inspektor Lau wird beeindruckt sein. Und jetzt verschwinde da, bevor jemand Hackfleisch aus dir macht. Zack, zack. Sag bloß. Puh. Der Zack, Caitlin Lau hier. Ich wollte mich bedanken. Ich wäre jetzt nur noch Anschauungsmaterial für eine Anatomievorlesung oder ein Häuflein Asche. Mhm. Es freut dich sicher, dass Inspektor Lau zu einem nahen Unterschlupf gebracht wurde, wo man sich um ihre Wunden kümmert. Ich werde schon wieder. Bin noch ein bisschen verwirrt von dem, was sie mir gegeben haben. Und ziemlich überrascht, dass wir auf derselben Seite stehen. Fuck, hätte nie gedacht, dass Dezek sich mit einem Bullen verbündet, oder? Naja, einem Ex-Bullen. Aber ich bin froh. Wir geben alles, um Mary Kelly zurückzuhalten. Genau. Ihr habt die Organisation, ich die Information. Und die Unterstützung einiger mächtiger Leute. Wenn wir das in einen Topf werfen, können wir sie ausschalten. Mary Kelly ist kein kleiner Fisch. Bagley, ruf alle ins Versteck. Wir müssen diese Dateien durchgehen und einen Plan schmieden. Ich stimme mich mit Inspektor Lau ab und bereite ein Briefing vor. Okay, die Mission auf jeden Fall erstmal abgeschlossen. Da muss ich wahrscheinlich zum Versteck als nächstes. Bei Bloody Mary Kelly. Bin ich nah am Versteck? Oh Gott, auf keinen Fall bin ich nah am Versteck. Ich muss sogar über die Brücke. Also über eine der Brücken. Schnellreise könnte man auch machen. Aber... Ich habe eine potenzielle Rekrute. Könnte man eigentlich machen. Machen wir... Dann aber in der nächsten Folge, Freunde. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch gerne bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dahin, haut rein. Ciao.